Thank you.
200 Kilometer von hier, will man das Spektakel einfach mal angucken und ich stehe dem Ganzen schon kritisch gegenüber, muss man sagen. Stehen Pegida kritisch gegenüber oder was? Nee, also die Islamisierung, die macht sich schon breit in unserem Alltag, finde ich schon. Wo spüren Sie das? Auf der Straße, im Wohnviertel, also manchmal denke ich schon, sind wir eigentlich noch in Deutschland. Tatsächlich? Ja. Und das ist auch in Bayreuth so? Ich muss sagen, also in Bayreuth spürt man das immer mehr. Was heißt denn jetzt so, das Motto der Pegida ist ja patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands. Was heißt es für Sie, patriotische Europäer? Welche Werte gilt es da in Ihren Augen zu verteidigen? Ach, ich finde einfach, man sollte sein Land einfach mögen, so wie es ist. Und wenn das irgendwie bald nicht mehr so ist, wäre das schade. Wenn Sie von der Islamisierung sprechen, die man so im Alltag spürt, haben Sie da so konkrete Beispiele? Wovor haben Sie Angst?
Angst würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen, aber ich sehe es eben auf dem Straßenbild, wenn man irgendwie rausgeht, ganz viele Türken. Ich meine, ich komme auch mit vielen gut klar, aber es ist doch zunehmend so, dass man denkt, sind wir eigentlich noch deutsch in Deutschland? Ist es ein Problem, dass viele Türken auf der Straße sind? Naja, also man sieht es ja immer mehr in den Medien, also was da passiert in Syrien, das macht mir Sorgen und da muss man halt aufpassen, ob das in Deutschland nicht auch bald hier so sein wird. Was haben die Türken mit Syrien zu tun? Die Türken jetzt nicht, aber man muss eben, also ich finde, wir sollten aufpassen, dass Deutschland Deutschland bleibt. Die, es geht ja um das christlich-jüdische Armenland. Was bedeutet das für Sie? Diesen Begriff habe ich nicht erfunden. Also von daher, das Abendland, mein Land heißt Deutschland und das mag ich so, wie es ist. Was glauben Sie, mit Ihrem heutigen Erscheinen bewegen zu können, gegen die Islamisierung? Ich will einfach zeigen, dass ich Deutschland mag, dass ich für Deutschland einiges tun werde und will mich auch nicht an irgendwelchen rechtsradikalen Dingen beteiligen. Ich stehe einfach für das Land als Deutschland. Fürchten Sie, dass von den Türken, die halt im Straßenbild so zu sehen sind, dann irgendwann auch Gewalt ausgeht? Nein, das glaube ich nicht. Aber um Gewalt geht es ja nicht hauptsächlich. Es geht mir einfach um mein Deutschland, das mir wichtig ist. Wenn Sie die Zustände in Syrien oder im Irak anführen? Ja, da kriegt man Angst. Wenn man das in Syrien sieht, da kriegt man Angst. Sollten da radikale Islamisten mal wieder zurückkehren nach Deutschland, wäre das natürlich beängstigend. Geht es ja gar nicht so um die Islamisten, sondern eher um die Türken um die Ecke. Es geht um Radikale. Vielen Dank. Schönen Abend. Pegida ist ja das Motto. Was bedeutet das für Sie? Das bedeutet für mich eigentlich Medienfreiheit. Keine zensierte Presse mehr. Echte Medienfreiheit. Nicht, dass eine Meinung nur tagtäglich über die Presse rumgeht. Nicht die Meinung des Herrn Maas zählt, sondern hier die des Volkes zählt. Patriotische Europäer, was bedeutet das für Sie? Bedeutet für mich eigentlich, ein stolzer Europäer zu sein. Ja, zusammen mit Ausländern, die hier auch arbeiten und leben, aber sich den gegebenen Dingen hier mit unterordnen. Für welche Werte stehen Sie hier ein? Ich stehe eigentlich ein für Freiheit, Pressefreiheit, für ein freies Europa, für kein gegängeltes Europa. Das ist bedroht? Das sehe ich bedroht an, ja. Von wem? Durch die herrschende Regierung, speziell auch der Bundesregierung. Protestieren ja hier viele auch gegen die Islamisierung. Wie macht die sich in ihrem Alltag bemerkbar? Es macht sich soweit bemerkbar, ich weiß nicht, es ist kaum durch die Medien gegangen. Vor dem Montag war ja auch schon Demonstration hier gewesen. Am Dienstag sind 40 Nordafrikaner auf dem Hauptbahnhof verhaftet worden wegen Drogen. Die Medien brachten, es gab kleine Rangeleien. In der Öffentlichkeit war dann bekannt geworden, Flaschenwürfe, Polizisten wurden angegriffen mit abgebrochenen Flaschenhälsen. Diese Kultur wollten wir hier nicht haben und dagegen stehen wir hier. Wie viele gibt es davon hier? Mehrere. Also, wenn man in Dresden jetzt dazu schon gesagt hat, man hat 14 oder man will 14 Asylheime neu bauen, beziehungsweise herrichten. Ich habe noch nicht so eine Meldung gehört, dass man 14 neue Kindergärten oder 14 neue Schulen bauen wird. Und die auch dringend gebraucht werden. Aber die Asylheime sind dementsprechend nicht notwendig in Ihren Augen, oder? Für Wirtschaftsflüchtlinge auf keinen Fall. Es gibt ja in Sachsen ja auch nur sehr wenige Ausländer eigentlich, oder? Dann würde ich Ihnen empfehlen, fahren Sie mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie werden dort viele sehen, die ja auch integriert sind, die hier arbeiten. Ich habe auch Kollegen auf Arbeit, also es gibt keine Probleme damit. Wovor haben die Angst? Ich habe Angst im Prinzip davor, dass diese Islamisierung überhand nimmt. Das ist ja im Prinzip, ich habe zum Beispiel vor kurzem in der Presse gelesen, es gab einen Berichtsschluss, dass ein Mörder
die Strafe, sagen wir, weniger erhalten hat, weil er angeblich im Ramadan, wie heißt das hier im Prinzip, hier war und demzufolge natürlich nervlich angegriffen war und im Prinzip dadurch einen Ramadan-Erlass erhalten hat vom Richter. Und sowas ist unmöglich. Was hat das mit Islamisierung zu tun? Das, warum will man eine Kultur bevorzugen, nur weil es ja fremd ist? Stattdessen sollte man was tun? Eigentlich diese Bevölkerungsgruppen, die hier sind, unterstützen, ne? Und wenn diese Sache dort vorbei ist, eigentlich wieder in ihr Land zurückschaffen. Also im Prinzip also zurückbringen. Ja. Doch was für die Flüchtlinge tun. Für die Flüchtlinge auf alle Fälle tun. Für Kriegsflüchtlinge, nicht für Wirtschaftsflüchtlinge. Für Kriegsflüchtlinge. Darf ich Sie auch noch kurz fragen, um was geht es Ihnen? Wovor fühlen Sie sich bedroht? Ja, wie mein Mann schon gesagt hat, eben auch davor, dass das alles überhand nimmt. Und auch diese, ich habe auch nichts gegen Ausländer, muss ich auch ehrlich sagen, sondern nur gegen die Verbrechen hier begehen, die weniger bestraft werden, nur weil sie Ausländer sind. Und ja, da habe ich was dagegen. Und ansonsten, die hier integriert sind, die ordentlich arbeiten, da habe ich absolut nichts dagegen, kenne ich auch viele. Bin ich damit auch einverstanden. Ja. Sind das ja alles patriotische Europäer, die hier demonstrieren? Was heißt das genau? Auf alle Fälle, es sind keine Nazis in Nadelstreifen, wie das ein Herr Jäger Nordrhein-Westfalen Innenminister gesagt hat. Gucken Sie sich mal um, sehen Sie hier irgendwelche oder sagen, es sind doch alles stinknormale Leute, die ihre Sorgen hier zu Recht darstellen wollen. Sehen Sie irgendwo Rechte, die werden alle als Rechte oder als Mitläufer angeklagt. Sehen Sie irgendwo welche? Sehen Sie hier welche? Sagen Sie mal selber, sehen Sie? Keine Nadelstreifen. Nee, ich, ja, sehen Sie. Ja, ich frage jetzt nur. So wird es von der Presse dargestellt. Deswegen frage ich Sie ja. Naja, das ist es ja. Aber das ist doch nicht so. Sehen doch hier sind doch stinknormale Leute nur. Und das ist das, was die Presse den ganzen Tag von oben bis hinten herunterbeten tut. Was glauben Sie denn zu bewirken heute? Vielen Dank. Was will ich denn bewegen? Dass ich gegen die Ausländer bin, dass so viele hier reinkommen. Das ist mein Grund, warum ich hier bin. Und die kriegen einen Haufen Geld. Ich bin Rentner, ich kriege eine kleine Rente und gehe noch arbeiten, dass ich einigermaßen gut über die Runden komme. Und die, wie leben die? Sind alles junge Kerle, alles junges Volk. Na, und die wollen doch gar nicht arbeiten. Und sie wollen mir da nicht weismachen, dass das hochqualifizierte Fachkräfte sind. Erleben Sie die so tagtäglich? Wie bitte? Erleben Sie die Ausländer so tagtäglich, wie Sie sie dargestellt haben? Ich sehe die mit Bierflaschen in der Straßenbahn. Wenn ich abends arbeiten fahre, steigen die ein im Sommer, weiße Hemden, weiße Hosen. Und wenn ich nachts nach Hause fahre, eine Bierflasche in der Hand. Das ist Wahrheit. Es gibt doch nur 0,2% Moslems in Sachsen. Das ist mir egal, wie viele das sind, aber das sind schon 0,2 zu viel. Das ist meine Meinung. Dass ich mit meiner Frau so einigermaßen gut über die Runden komme. Meine kleine Rente, da könnte ich an Bettelstab gehen. Ich krieg kein Wohngeld, ich nicht. Und die kommen hierher und die kriegen alles. Was sollte sich denn ändern? Ich meine, das sind ja Kriegsflüchtlinge auch, ne? Ach, Kriegsflüchtlinge. Was sind denn das, die jungen Kerle, Kriegsflüchtlinge? Ich glaube das nicht. Das sind Schmarotzer. Das sind Schmarotzer, die wissen, das spricht sich rum in Deutschland. Ach, da leben wir doch wieder mal den Speck. Brauchen nicht machen, Geld kriegen wir. Die kriegen da alles. Die brauchen keine Heizung. Ich kriege kein Wohngeld, ich kriege kein Nisch, gar nicht. Und deswegen muss ich arbeiten gehen. Ne? Was soll man tun dagegen jetzt? Was ist Ihre Meinung? Wofür stehen Sie hier ein? Was ist Ihre Forderung? Das müsste mal ein Schlussstrich sein, bis hierher und nicht weiter. Es kann doch nicht sein, dass hier zigtausende Leute noch kommen. Jetzt haben sie wieder aufgestockt, das Geld. Wir haben circa 5 Millionen arme Kinder. Da sollten sie mal was machen. Einen Herrn Gauck habe ich mal abgebildet gesehen mit hier Sinti und Roma. Mit arme deutsche Kinder habe ich den noch nie abgebildet gesehen. Das habe ich im Februar mal geschrieben. Die Antwort sollte ich heute noch kriegen. Pegida heißt ja eigentlich patriotische Europäer, das ist ja ein europäischer Gedanke, da geht es ja, also Europäer sind ja im Grunde genommen auch Ausländer in Deutschland, andere europäische Staaten, die sollen auch raus? Da habe ich mir keinen Kopf gemacht, aber ich bin gegen die jetzt immer wieder reinkommen, die kommen ja laufend, da frage ich mich, wie kommen die hierher,
Wer bezahlt das alles, wie die? Aber wer denn? Wer kommt denn? Na, das sind doch hier von, wo kommt? Vom Irak, von Iran und weiß ich, wo die alle herkommen. Ne? Die kommen, sind nur Schmarotzer. Aber alle anderen Länder begrenzen das. Nur Deutschland ist so dumm, nur nicht gegen die Ausländer sagen. Sie können vieles sagen. Und ich möchte das so betonen, ich bin kein Nazi, ne? Und gehöre da auch nicht an und würde mich da auch abgrenzen davon. Aber das ist meine Meinung, dass alle bloß hierher kommen, um Geld zu fassen und sich ein gutes Leben zu machen. Und das sind Facharbeiter, ob die überhaupt lesen und schreiben können, der größte Teil ist noch der andere. Es gibt die GEZ doch gar nicht mehr. Heißt doch jetzt Rundfunkbeitrag. Wir wollen uns nicht am Namen festhalten. Ja, aber ist ja so. Gibt's ja, heißt doch jetzt aber ganz bürokratisch Rundfunkbeitrag. Ja, aber was die Massen noch, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass das, was hier läuft, unbefriedigend ist. Und das kann man ja nicht unterstützen. Wenn dann plötzlich wieder was ist, wo man sagen kann, ja, dem stimme ich wirklich zu, dann ist das sicher ja okay. Aber hier ist doch so viel aus dem Ruder gelaufen. Ja, das ist, also hat jeder seine Präferenz. Wahrheit ist, müsste eine Präferenz sein. Ja, aber Wahrheit ist ja immer, liegt immer in der Auge des, im Auge des Betrachters. Ne? Ja, das ist ja. Das macht tatsächlich ich. Also nicht die Berichte, sondern meinen Bericht jetzt. Ja, gut, aber ich habe im Fernsehen das eine oder andere gesehen, weil von euch war der ZDF. Das ist das erste Mal, dass so eine Gemeinschaft kommt. Aber wenn Sie mich so ansprechen, dann würde ich erstmal, wird Sie sicher interessieren, warum ich überhaupt hier bin. Weil ich hoffe, dass in ein paar Jahrzehnten noch ein paar Grundpfeiler der deutschen Kultur in Deutschland existieren. Und dafür kämpfe ich mit. Welche Werte sind denn bedroht Ihrer Meinung nach? Waren Sie schon mal? Nee, ich denke an die Zukunft. Und waren Sie schon mal in der Schule? Ich habe mehrere Enkel, einmal in Köln, in Berlin und in Erfurt. Wenn dort meine Enkel in die Schule gehen, ist Wahnsinn, dass sie dort ordentlich noch Deutsch lernen können. In Köln zum Beispiel wird mit Bleistift in der vierten Klasse noch geschrieben und es wird so geschrieben, wie es gesprochen wird. Bloß damit die Ausländer nicht auffallen. Und wenn ich das für meine deutschen Enkel sehe, wird mir das Himmel Angst. Geht es Ihnen gar nicht um die Islamisierung, sondern mit der Islam. Die Ausländer im Alltag im Grunde genommen. Ja, es gibt auch andere Ausländer. Und die Islamisierung. Ja, es wird immer solche und solche geben. Und wenn ordentliche Leute hier sind, können das auch Ausländer sein. Nur genau wie wir eine Willkommenskultur machen sollen, da müsste es auch eine Gästekultur geben, den man denen beibringt. Das war erstmal. Aber es gibt noch mehrere Themen. Zum Beispiel, wenn die ganzen Ausländer kommen, dass erstmal, dass die isoliert werden von Krankheiten her. Das wäre auch ganz wichtig. Die kommen ja her, bringen Bazillen und sonst was mit und wir müssen es dann vielleicht ausbaden. Das heißt, sie haben Angst vor einer Epidemie, oder? Das könnte unter anderem passieren. Weil die kommen ja alle unkontrolliert hier rein. Wie meinen Sie unkontrolliert? Vom Gesundheitswesen gesehen. Okay. Und das heißt, die Ausländer bringen in ihren Augen dann Krankheiten teilweise rein? Muss auch sein, natürlich. Weil ja, wir sind ja ganz anders aufgebaut irgendwie. Nicht? Weil in einem anderen Kontinent sind andere Krankheiten als in Europa. Und wir sind anfälliger für solche Sachen, die dort sind, genau wie die, die hierher kommen, sind anfälliger vielleicht von Krankheiten von uns. Das ist ein ganz normales medizinisches Problem an sich. Vielen Dank, damit weiter stören. Schön. Wenn Sie jetzt offiziell berichten. Was? Als junger Mann habe ich da drüben gestanden, 1983. Ich darf mal wieder hier stehen müssen. Aber was ist denn Ihre Forderung? Sie sagten ja, die berechtigten Forderung kann ich Ihnen sagen. Man muss erstmal die Leute aufklären, dass wir kein souveränes Land sind mit keiner souveränen Regierung. Dass die Befehle aus Tel Aviv und Washington kommen. Und die USA wird wieder regiert von der AIPAC, einer jüdischen Lobby. Das hat nichts mit rechtslastig zu tun, das ist Tatsache.
Ein Herr Soros finanziert die Republikaner. Die Demokraten finanzieren die Demokraten. Und jetzt frage ich Sie, mit welchem Recht wird die Bevölkerung ausgetauscht, obwohl die Bedürfnisse der Wirtschaft und Gesellschaft nicht gegeben sind, wenn hier auch Akademiker sich vom Praktikum zu Praktikum hangeln müssen. Und das auf eine freie Stelle, das ist der Traum der globalen Wirtschaftslobby. Sich nicht nur 10 bewerben, sondern möglichst 1000. Was muss sich denn ändern? Wie bitte? Soll sich das denn ändern, Ihrer Meinung nach? Kann ich Ihnen sagen, indem man erstmal genau schaut, was von Menschen herkommt. Ich wurde vor ein paar Tagen diffamiert, weil ich gesagt hatte, man müsste schon im Mittelmeer die Flüchtlinge abfangen und den Flüchtlingsstatus erkennen. Wissen Sie, was man zu mir gesagt hat? Ich wäre ein Nazi. Das Gleiche praktiziert die australische Regierung. Sind jetzt die Australier alle Nazis? So sieht's aus. Genau so sieht's aus. Denn die Flüchtlinge, die hierher kommen, denen muss man, wenn sie schon herkommen, eine Perspektive bieten. Und die sind nicht gegeben. Wir haben weder die Arbeitsplätze noch den Platz. Schauen Sie sich doch die westlichen Großstädte an. 70% kann man, 80% sagen, sind doch keine Deutschen mehr. Ist das ein normaler Trend? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gegen andere Nationen und auch nichts gegen andere Kulturen. Aber es kann nicht sein, dass weil die ISIS, die ganzen Bürgerkriege werden von der USA angezettelt, manipuliert. Und die ganzen Wirtschaftsflüchtlinge, die sind ja selber entwurzelt und sind ihre Heimat bestohlen. Und wenn sie das bringen, dann bin ich gespannt, ob sie noch ihren Arbeitsplatz behalten. Danke. Wir sind das Volk! Ganz kurz, warum sind Sie heute hier? Wir sind heute hier, weil keiner von den Menschen mehr hinnimmt, was diese Regierung sich erlaubt. Ich denke immer noch, es müssten andere Themen vielleicht viel mehr angesprochen werden. Erlaubt sich die Regierung denn? Was hat die Regierung? Ja, dass sie über nicht wirklich beschäftigt. Ihr Sender unter anderem. Wir sind ein besetztes Land. Wir sind ein besetztes Land. Wir zahlen jedes Jahr Stationierungsgebühren Milliardenhöhe. Wer fragt das? Was bedeutet das für euch? Pegida bedeutet für uns, die setzen sich ein für, wie soll ich sagen, dafür, dass zwar die Asylbewerber hier Asyl finden, aber auch nur die, die es wirklich nötig haben. Das bedeutet das für mich. Und ja, deswegen sehe ich das schon auch so wie die Pegida, dass eben nur die Asyl bekommen, die durch politische Verfolgung hierher kommen. Alle anderen sollten vielleicht doch das Land verlassen. Oh Gott, darf ich das überhaupt so sagen? Ich darf das klar dafür sagen. Ich sehe das ganz genauso. Man muss einfach gucken, dass man hier nicht alles zulässt. Ja? Wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, wo wir jetzt hinkommen würden, da ist das nicht alles so locker. Und nur weil wir 2 Kriege verloren haben etc., muss das nicht heißen, dass wir jetzt hier die großen Seelsorger sind für alle und alles dulden müssen. Und deswegen. Was befürchten Sie denn? Ja, wir befürchten einfach, ich sehe das, mir ist das dieses Jahr sehr aufgefallen, dass viele durch die Straßen gehen, auch ausländische Herkunft und Rumpöbeln machen und einfach auch Leute belästigen und sowas. Haben Sie das schon erlebt so im Alltag? Ich habe das dieses Jahr, ist mir das sehr aufgefallen, man hört ja auch jeden Tag im Fernsehen Sachen und da würde ich sagen. Haben Sie selber schon erlebt? Ich habe das schon erlebt, ja, genau. Und das, was genau? Ja, dass man halt vor, dass man Folge
gequatscht wird und dass die Krach machen und Sachen kaputt machen etc. Also, und solche müssten bei mir sofort... Also ich meine, es ist ja schon so, dass es sind ja nicht nur Ausländer so, sondern auch Deutsche sicherlich. Aber ich will nicht rechtsgesinnt klingen oder so, denn so bin ich nicht. Ich bin ein stinknormaler deutscher Bürger. Aber eben, ich sehe das einfach so, dass wir dürfen unsere christlichen Kirchen nicht im Islam bauen, aber hier werden Moscheen gebaut. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das ist für mich so dieses Extreme, was ist das darstellt irgendwo. In Sachsen gibt es ja irgendwie nur 0,2% Muslime. Ich sehe das anders. Also, das soll ja nicht noch mehr werden. Man muss das ja schon irgendwo im Grund, wenn man sich die westdeutschen Städte teilweise anguckt, da ist es schon zu spät im Prinzip, um irgendwas zu machen. Also Pegida setzt sich ja schon dafür ein, dass es hier eben nicht so extrem wird wie im Westen Deutschlands. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen die Muslim oder Asylbewerber, die wirklich Hilfe brauchen, aber mich stört schon, und das kenne ich, also ich habe es ja selber schon beobachtet leider, dass auch viele zu uns kommen, die einfach nur auf unseren Kosten dann auch hier ihren Urlaub verbringen. Oder die teilweise dann im Winter wieder zu ihren Familien gehen, weil es dort wärmer ist, und dann im Sommer wieder zu uns kommen und von unserem Geld weiterleben. Und das ist das, was mich dann stört. Also, kennen Sie da welche von? Ja, ich will aber jetzt keine Namen nennen. Also, Sie kennen solche Leute, solche Ausländer? Ja, kenne ich schon. Also leider ja, deswegen kann ich das so sagen, sonst würde ich das jetzt nicht so öffentlich sagen. Jetzt heißt ja Pegida, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Was bedeutet das? Wofür steht denn das Abendland? Abendland steht ja nicht nur für Deutschland, es steht ja für Holland, für alle Länder, die jetzt, also für ganz Europa im Prinzip. Ja. Und da sollen die nicht hin? Naja, da sollen die nicht hin. Nee, das eben, die Fragestellung ist so extrem. Was macht man denn? Die sollten nicht hierher kommen, die eben einfach nur auf unseren Kosten leben wollen. Also die wirklich nicht politisch verfolgt sind, sondern die einfach nur hierher kommen, weil sie denken, hier geht es ihnen einfach besser vom Finanziellen her. Was heißt denn Patriotismus genau? Oh, Patriotismus, ja. Ja, das sind ja so die Begriffe, die hier immer fallen. Ne? Das lässt euch nicht also, verführen. Die kriegst das sowieso zurück. Weißt du? Ja, leider, ja. Sollen wir es lieber mal beenden? Ja, ich glaube schon. Vielen Dank. Lügenpresse! Dann lieber nicht. Lügenpresse! Ich kann es dir einfach nicht machen. Lügenpresse! Okay. Will mir nur was erklären. Nein, aber ich. Will mir nur was erklären. Wenn ich hier auf der Demo bin, habe ich doch eine Meinung. Die. Ja, ich habe die ganze Weile. Lügenpresse! Ich glaube, das lassen wir. Aber wir rufen uns auf die urburschenschaftlichen Ideale, und dafür stehen wir mit den Fahnen. Und wie passt Pegida dazu? Ist das so was, was Werte von euch sozusagen aufnimmt? Ja. Das ist eine sehr schwierige Frage. Warum seid ihr hier heute? Lügenpresse! Lügenpresse! Peter ist aus einem anderen Grund hier. Ja, wenn schon. Also mit denen möchte ich mich ja dann so einer Sache wie ich kennenlernen.
Aber ich finde es erschreckend, weil es ist. Ich frage mich ganz ehrlich, was haben die denn für ein Problem mit Presse, die Menschen? Was ist denn deren Problem, deren Inhalt eigentlich? Sie brauchen ein Problem. Wir brauchen ein Problem. Ich bin kein Protagonist, von daher. Schießt, kommt rüber! Das sind die Leute!
Dass ich kann Ihnen sagen, warum ich hier mitgehe. Ich kann Ihnen sagen, solange der größte Steuersünder Deutschlands als Held gefeiert wird, gehe ich hier mit. Nämlich? Der Uli Hoeneß zum Beispiel ist ja für viele ein Held und ist für mich ein ganz großer Verbrecher. Und solche Leute, die werden hingestellt als Vorbild für die Jugend. Und wenn man irgendwas sagt, was eine andere Meinung ist oder so, wird man als schlecht und blöd hingestellt. Und das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich bin zu DDR-Zeiten mit auf die Straße gegangen und ich gehe jetzt wieder mit. Das heißt, es ist ja patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ja. Was heißt das für Sie? Na, ich bin auch nicht dafür, dass hier der Islam eingeführt wird als Staatsreligion. Es soll jeder seine Religion haben und leben können, aber nicht unbedingt, dass das eine Staatsreligion wird. Denn für mich ist der Islam in den islamischen Ländern gleichzeitig eine Staatsreligion. Da findet keine klare Trennung mehr zwischen Staat und Religion statt. Und befürchten Sie das, dass es in Deutschland auch passiert? Fürchte ich, ja. Nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber in 20, 30 Jahren schätze ich, haben wir das hier auch. Wenn sind ja nur 0,2% aller Muslime in Sachsen, aller Ausländer in Sachsen Muslime. Wir haben eine Straße, wir wohnen dort, wir haben ein Asylantenheim direkt unserem Haus gegenüber. Und wenn Sie das interessiert, können Sie gerne mal dorthin kommen und können sich das mal eine Woche angucken. In Johannstadt, wo wir wohnen, das gilt heute als Problemzentrum Dresdens, als sozialer Brennpunkt. Und wenn das so wunderschön ist mit den Ausländern, dann frage ich mich, wieso die Johannstadt in den Medien als sozialer Brennpunkt dargestellt wird. Da haben eine Schule, da habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, da sind 34 verschiedene Nationen in einer Klasse. Die Kinder verstehen sich untereinander nicht, die Kinder verstehen sich mit ihrem Lehrer nicht. Wenn Sie das in Ordnung finden, dann frage ich Sie, warum schicken Sie Ihre Kinder alle in Privatschulen? Warum demonstriert man in Papritz gegen Asylanten, wo doch dort eigentlich unsere Beamten und unsere Staatsvertreter wohnen? Die müssen doch die Asylanten mit wehenden Fahnen aufnehmen. Die haben alle eine eigene Villa, die haben alle Platz, Asylanten aufzunehmen. Zu uns unten in der Stadt, wir werden gar nicht gefragt. Was fordern Sie da? Ich fordere erstens mal, dass die Probleme, die in diesen Ländern herrschen, in diesen Ländern gelöst werden. Es kann nicht sein, wenn Ebola ausbricht, dass man sagt, wir müssen Ebola bekämpfen, aber nicht die Armut, die dazu geführt hat, dass dort solche Seuchen ausbrechen. Es wird ja nur immer an den Symptomen rumgedoktert, aber niemals an den Gründen. Auch Deutschland hat vor 100 Jahren dort Verbrechen begangen in Afrika durch die Kolonialisierung. Dort ist ja die ganze Verschiebung, die heute auf der Welt herrscht, eigentlich gekommen. Aber es wird nichts getan, dort etwas zu tun in diesen Ländern. Die Leute werden total im Stich gelassen. Nigeria hat Erdöl, Liberia hat Erdöl. Die Leute sind stinkarm dort. Da tut sich nichts. Und vor Jahren hat man ja in einem von diesen beiden Ländern sogar einen Friedensnobelpreisträger hingerichtet. Da hat niemand irgendwas dagegen gesagt. Shell hat nichts gesagt, weil sie das Erdöl von dort bekommen haben. Und erst als dieser Mensch tot war, da hat man hier in Deutschland reagiert. Vorher nicht. Und das ist nicht in Ordnung, sowas. Und es ist auch nicht in Ordnung, dass Deutschland die ganzen Facharbeiter, Ärzte abwirkt aus Ländern, die selbst nichts haben. Die Ärzte müssen dort unten arbeiten und nicht in Deutschland. Wir haben genug Ärzte, bloß unsere Ärzte sitzen im Labor, die wollen sich die Hände nicht mehr schmutzig machen. Ich hab's gesagt. Vielen Dank. Den Kontakt zur Basis schon vor vielen Jahren verloren haben, eigentlich nur noch in Bewegung kommen, wenn es heißt, höhere Diäten abzufassen. Sie tun genau das Falsche. Sie verteufeln, diffamieren und diskreditieren euch Menschen hier, welche Sie erst mit Ihren Stimmen bei Wahlen zu dem gemacht haben, was Sie jetzt sind.
Sie wurden gewählt als Volksvertreter, entpuppen sich aber zu... Sie beschimpfen uns, sie lachen über uns und sie scheren sich einen Dreck um uns. Am perfidesten finde ich, dass diese Leute uns angeblich demaskieren wollen, dabei aber Bündnisse mit gewaltbereiten antidemokratischen Kräften eingehen und die sich meist vermummter Verbrecher bedienen. Ich will euch heute nicht zählen, bequem. Zum Ende unseres heutigen... Zum Ende unseres heutigen Abendspatz. Und das ist Handys, Kerzen, Taschenlampen in unseren wunderschönen Dresdner Himmel zu strecken. Vielleicht geht dem Nächsten wieder ein Licht auf und das heißt nächste Woche wieder, jeder bringt einen mit. Ihr seid so gut! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Vielen Dank, Freunde. Ich lade euch hiermit herzlich ein, am kommenden Montag, den 22.12., an unserem 10. Treffen, sozusagen zum Jubiläum, wieder teilzunehmen. Diesmal werden wir ein großes Weihnachtsliedersingen veranstalten. Wieder um 18.30 Uhr, wieder Montag, der Ort wird zeitnah bekannt gegeben. Aufgrund der räumlichen Umstände bei mittlerweile 15.000, wer weiß, wie viel es nächste Woche sind, können wir den Ort jetzt noch nicht bekannt geben. Aber wir arbeiten hart daran, dass der auch exponiert sein wird in unserer Stadt. Typische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Deswegen sind Sie heute hier? Ich sehe diese Zusammenkunft als Zünglein an der Waage. Es ist die gesamte Politik, die jetzt hier schief läuft, nicht bloß in Europa, in der ganzen Welt. Und deswegen bin ich auch hier. Dieses Flüchtlingsproblem ist ein kleines Problem, sagen wir mal. Es hat sich ja jemand gefunden, der hier auf die Straße geht, der hier die Leute zusammengetrommelt hat. Und ich finde das gut, dass man hier Flagge zeigt. Und ich bin kein Nazi. Was, haben Sie denn auch Angst vor der Islamisierung? Und was bedeutet dieses Abendland für Sie? Abendland, das gibt, da gibt es eine Begriffsdeutung. Abendland, da geht die Sonne runter im Abendland sozusagen. Das ist christlich geprägt und das Morgenland ist islamisch geprägt. Das ist kulturhistorisch so gewachsen. Ne? Asylanten, ja. Wir sollen die Kriminellen endlich mal abschieben. Schluss damit, mit der Solidarität. Und diese Menschen aus den Kriegsgebieten, die sollen doch in reiche Ölländer gehen, wo sie hingehören. Doch nicht zu uns. Wir haben doch genug Elend bei uns selber. Viele Leute gehen zur Tafel, da ist einfach kein Geld da. Viele Kinder werden Weihnachten nicht beschenkt, weil die Eltern das Geld nicht haben. Daran wird nicht gedacht. Und die Politiker sollen mal Asylanten aufnehmen. Da werden sie mal sehen, was sie unserem Volk hier antun. Viele sind kriminell. Und die Akademiker, die sollten in ihrem Land bleiben, dort werden die nämlich gebraucht. Mal ehrlich. Die EU wird über die Köpfe der Bevölkerung entscheiden, statt zu unserem Volk zu halten. Wir wollen mitbestimmen. Wir haben den Kanal voll, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und bringen Sie mal die Wahrheit und halten Sie mal zu dem Volk. Wir haben den Kanal wirklich voll bis oben. Und mehr Asylanten. Wir müssen an unser Volk denken, die arm sind. Es gibt genug arme Leute in unserem Land. Heidel hat das Obdachlosenheim zugemacht. Was hörst du? Wurde ein Asylantenheim eröffnet. 4 Tage waren einige Tunesier da und die Polizei war präsent, weil die schon geklaut haben. Was soll noch passieren? Handwerksbetriebe werden leer geklaut durch die offenen Grenzen. Die Grenzen müssen bewacht werden, verdammt nochmal. Die kleinen Leute betrifft das. Politiker, dort sollte mal geklaut werden, damit die mal wachgerüttelt werden. Die machen mit uns, was sie wollen. Ein Land, was Billionen verschuldet ist, kann nicht noch so viel Fremde aufnehmen. Das ist die Wahrheit. Alle.
Ja. Warum sind Sie heute hier? Warum? Ich bin ein Christ und ich möchte nicht, so wie das Thema der Pegida ist, dass diese Muslime sich so verbreiten, dass wir überall Moscheen gebaut bekommen. Da bedeutet das denn für Sie patriotische Europäer? Patriotisch, naja, das kann man nun vielseitig erklären. Patriotisch, ich glaube, das ist vielleicht so von Brüssel aus gesteuert, nehme ich an. Ich weiß, die Islamisierung ist von Brüssel gesteuert, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Also das wird so ein Beschluss sein, nehme ich an. Ja. Und was bedeutet das für Sie? Aber dass wir die Flüchtlinge alle aufnehmen sollen, die jetzt aus den verschiedenen Gebieten kommen. Ja. Aber haben Sie da wirklich, um was machen Sie sich Sorgen? Was haben Sie für Ängste? Also ich möchte Ihnen das jetzt nicht beantworten, die Ängste. Ich möchte nicht, dass, wie das Thema der Pegida lautet, dass eben der Islam hier so stark wird. Das reicht doch eigentlich schon zu, dass wir 6 Millionen Türken im Lande haben. In Sachsen sind es ja nicht ganz so viele Moslems. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. 0,1% der Bevölkerung sind es in Sachsen. Ich habe gehört 5%. In Sachsen 0,1. 0,1, das weiß ich nicht. Gar nicht so viele in Sachsen. Also wie macht sich diese Islamisierung bei Ihnen im Alltag bemerkbar? Bei uns im Alltag, da wo ich wohne, sind ganz wenig Leute zu sehen. Kann ich nur so sagen. Mich hat es einfach mal interessiert, hierher zu kommen, mal sehen, was hier so geredet wird. Ja. Und jetzt heißt ja dieses Motto der Pegida, patriotischer Europäer gegen die Islamisierung des armen Landes. Was bedeutet das denn, die Islamisierung des armen Landes genau? Na, wenn die ganzen Muslime hier erscheinen, die man jetzt aufnehmen möchte oder soll, dann verbreitet sich ja auch eine andere Kultur. Und der Kulturkreis von uns hier in Deutschland, das ist ein ganz anderer. Die fühlen sich ja eh nicht wohl hier bei uns. Und dann, dass das dann so überschwappt, ne? Diese Muslime werden natürlich auch dafür Sorge tragen. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht mal mit dem Koran beschäftigt haben. Nee, Sie? Also ich habe es nicht gemacht, aber meine Frau hatte den Koran sich besorgt, als der 11. September in New York dieses Unglück gebracht hat. Deswegen, und da stehen auch Sachen drin, die wir einfach nicht verstehen können. Nur wenn man sagt im Koran, da wo ein Muslim seinen Fuß hinsetzt, da ist Allahs geheiligte Erde. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Also, und das bedeutet doch schon, dass wir als Christen da auch so unsere Schwierigkeiten haben. Auf der einen Seite soll man Fremden sehr wohlgesonnen entgegentreten und auf der anderen Seite dann sowas. Also ich weiß nicht, da kann ich mich nicht damit identifizieren. Welche europäischen Werte gilt es denn zu verteidigen? Ja, das, was hier unsere europäische Kultur im Allgemeinen ausdrückt. Ja, das nämlich? Kann ich jetzt nicht so spezifisch auf die Schnelle Ihnen beantworten. Ja. Darum geht es ja heute, ne? Um die Verteidigung der europäischen Werte gegen die Islamisierung offenbar. Genau, weiß ich da nicht Bescheid. Ich bin ja heute nun das erste Mal hier und ja, weiß ich nicht. Mal sehen, was ich hier bei den Gesprächen, die Sprecher, die sich vorstellen, was sie dann so alles sagen. Okay, dann ja. Einen schönen Abend, vielen Dank.